Hallo und herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Ja, ich habe mich doch entschlossen, dass ich das Spiel cutte hier, obwohl die Folge ein bisschen kürzer war, aber das macht ja nichts. Ja, anscheinend hat das Spiel trotz dessen, dass ich jetzt den Tag gewechselt habe, das Ganze noch gespeichert und wir können hier am Spind vom Kokona eine Nachricht hinterlassen, dass wir mit ihr reden möchten. Und zwar möchten wir mit ihr über Domestic Abuse, also über den Missbrauch sprechen. Wir möchten sie auf dem School Rooftop um, ich sag mal, 4 Uhr nachmittags sprechen. Das sollte eigentlich funktionieren. Ich bin mal gespannt. Also, so, wir gehen jetzt zur Klasse. Hoffen, dass das alles so funktioniert, wie ich mir vorstelle. So, wir gehen nochmal zur Klasse. Eigentlich, ihr seht, wie lange das eigentlich dauern würde ohne Cheaten. So, jetzt hoffen wir, dass Kokono das gelesen hat. Sonst müssen wir das morgen machen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wir die Quest für Kokono erledigt haben. Ansonsten würde das nicht funktionieren. Und wir gehen jetzt dorthin, wo sie sich vorhin mit ihrer Freundin getroffen hat. Und dort werden wir uns mit ihr treffen. Und dort haben wir jetzt zwei Möglichkeiten und naja, das ist ganz schön mies irgendwie. So, das müsste hier sein, genau, und wir warten jetzt hier, ob sie die Nachricht jetzt gelesen hat oder ob wir das morgen machen müssen. Das laggt übrigens, das ist vollkommen normal. Man muss auf den Boden schauen, das Spiel ist halt noch nicht hundertprozentig optimiert, da arbeitet der Entwickler noch dran, das erwähnt er immer wieder. Die Grafik musste ich übrigens im Sinne der Aufnahme auf eine der niedrigsten Settings stellen. Das tut mir sehr, sehr leid, aber ich glaube, ihr könnt damit leben. So, mal schauen, ob Kokona jetzt auftanzt. Ich bin mal gespannt. Oder ob wir sie wirklich hören müssen, wie sie das liest. Wie gesagt, sonst müssten wir das morgen machen. Aber ich glaube, die kommt nicht mehr. Na, das ist bitter. Egal. Dann. Ups, jetzt habe ich mich schon wieder verdrückt. So. Dann gehen wir halt nach Hause und machen das Ganze morgen. Sollte ja auch noch funktionieren. Zack, wir gehen nach Hause. Wir stalken Senpai. Weil es ist ja nichts passiert. Wir haben niemanden umgebracht. Das ist alles in Ordnung. Wir gehen erstmal schlafen. So. Der nächste Tag und wir gehen zur Schule. Wir könnten auch in die Stadt gehen oder in den Keller, aber beides hat derzeit noch keinen. Also das mit dem Keller schon, nur nicht aktuell. Und das mit der Stadt, da können wir eben in so einer Art Minispiel in die Schule fahren mit dem Rad, aber das ist jetzt auch nicht so spannend. Dass ich euch das zeigen müsste, ansonsten spielt das Spiel halt selbst. So, wir lassen jetzt nochmal eine Nachricht hier. Dass sie uns treffen soll und jetzt aber um 7:45 Uhr. Wir teleportieren uns aufs Dach und warten auf die gute Kokona. Wir können übrigens auch Waffen finden auf dem Dach. Die wurden deutlich besser versteckt. In den älteren Versionen lagen alle Waffen, die es im Spiel gab, direkt vor der Schule. Damit konnte man es sich quasi aussuchen. Und jetzt ist es eben nicht mehr so. So, sie sollte die Nachricht jetzt finden, Kokona, und lesen. Eventuell sieht man das auch gleich unten eingeblendet. Ich glaube aber nicht, dass man es sieht, wenn man so weit weg ist. Wir spulen die Zeit jetzt mal vor bis 7:45 Uhr und hoffen, dass sie die Nachricht jetzt gelesen hat. Falls es noch immer nicht funktioniert, dann muss ich das Ganze wirklich nochmal nachspielen. Könnte sein, dass es jetzt nicht funktioniert hat, weil ich den Tag zurückgesetzt habe. Das kann das Spiel ein bisschen verwirren. Wir werden es ja gleich sehen. Ich glaube irgendwie, dass das nicht so wirklich funktioniert hat. Kokona? Hab ich die jetzt wirklich so aus ihrem Konzept gebracht, dass sie jetzt immer noch nicht die Nachricht gelesen hat? Das ist doch ein Mist. Oder bin ich? Nee, das ist aber die richtige. Warte noch mal ein bisschen, manchmal verspäten sie sich auch. Aber ich glaube, ich muss jetzt alles nochmal machen. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich. Aber naja, da kann man ja wohl nichts machen. Okay, dann sehen wir uns, wenn ich
wenn Coconut sich hier mit mir trifft. Bis dahin. So, jetzt funktioniert's doch. So, wir können der guten Dame jetzt einfach einen Schubs geben und sie über die Brüstung in den Tod schmeißen, aber... Oh, you're the one who wanted to meet me here? Your note said that you wanted to talk about domestic abuse? Yes, I heard you talking with Saki. I want to help you with your problem. What is your father doing to you? Oh, you've got it all wrong. My father doesn't do anything to me. Then what does he do when he gets drunk? He cries. What? He cries and talks about his debt problems. Your father is in debt? When my mom died last year, my family lost a lot of money. My dad took out a loan so that he could continue to pay for my tuition fees, but it turns out that he borrowed money from some really shady people. They raise the interest rate by 10% every 10 days, and they threaten to get violent with him if he doesn't pay up. Loan sharks. I'm trying to help my dad get out of debt. I'm trying to earn money any way I can, but the only ways to make money fast are gross. What's the name of the business that your father borrowed money from? I think it's called Ronshaku Loans. I'm going to get your father out of debt. What? No! Please, don't get involved! I doubt there's anything you could do about it. You'd be surprised. I appreciate your concern, but I don't think there's anything else to be said. Thanks for letting me talk about my problems. You're welcome. So, wir haben jetzt erfahren, und das finde ich eben das Geile an dem Spiel, man hat jetzt bis zu dem Zeitpunkt geglaubt, naja, der Vater kommt zu ihr rein und missbraucht sie, wenn er betrunken ist, aber nein. Tatsächlich ist es so, dass ihr Vater ja, Geld bei zwielichtigen Leuten ausgeborgt hat und diese Leute, ne, die Loan Sharks, wie es hier andere so schön genannt hat, also Kredithaie, dass die Kreditrate um 10% alle paar Tage anheben, sodass er seine Schulden halt nie bezahlen kann. Und weil ich in dem Fall weiß ich eben schon, was zu tun ist, ich borg mir mal kurz hier diesen Tranquilizer aus und habe damit auch garantiert nichts Böses vor. Im fertigen Spiel muss man sehr darauf achten, was sie gesagt hat, wie die Firma heißt. Die nennt sich nämlich Ronshaku irgendwas. What? Und die Frage ist jetzt, ob es der Dev schon geändert hat mit den letzten Updates oder nicht. Denn, okay, jetzt werden alle gerade zur Schule gehen. Ich porte mich mal in die Klasse und nehme mal teil. Man muss für das, was ich vorhabe, Biologie bereits auf Level 1 haben. Das heißt, das schafft man am ersten Tag eigentlich im Spiel ohne Cheaten eigentlich fast. Ja, doch, am fünften Tag müsste es gehen. Aber ich suche jetzt, der Name der Agentur war ja Ronshaku. Und wir suchen jetzt eine gute Dame, die Ronshaku im Namen trägt. Früher war es so, dass die einfach hier hinten herumgestanden ist. Mittlerweile ist es, glaube ich, so, dass es nicht mehr so einfach ist. Die hat auch einen geregelten Tagesablauf. Ich zeige euch die gute Dame mal. Die müsste aktuell oben sein. Das ist jetzt halt das Problem. Früher stand die einfach draußen, wo sie niemand gesehen hat, wo man sie einfach betäuben konnte. Jetzt, glaube ich, steht sie hier bei den Social Butterflies. Und man müsste halt ihren Tagesablauf kennen. Social Butterflies, das ist übrigens die Gruppe an Leuten, die sich hier trifft. Das sind eben die, naja, die eher etwas ruhigeren Leute.
Aber sie ist hier nicht dabei. Wir haben die gute Dame nämlich schon mal gesehen. Das war die, wo ich gemeint habe, dass sie noch nicht 100% fertig im Spiel integriert ist, weshalb man auch noch keinen Panty-Shot von ihr machen kann. Kann sein, dass sie jetzt aber trotzdem irgendwo. Ich muss sie jetzt selber erstmal suchen. Ne, hier ist sie nicht. Ja, wir müssen die gute Kokona von ihren Schulden befreien. Nee, leider steht sie jetzt nicht mehr hier herum. Die hat jetzt wahrscheinlich wirklich einen Ablauf. Hui, die Dame jetzt zu finden könnte halt auch schwierig werden. Senpai ist übrigens ein Loner, das heißt, er sitzt immer alleine am Brunnen, weil er ja keine Freunde hat oder gerne für sich ist, ich weiß es nicht. Aber sie ist nicht hier, die, die ich suche. Die jetzt zu finden ist halt schwierig. Aber das ist es halt, was das Spiel ausmacht. Du musst halt auch ab und zu suchen, wo dein Ziel ist. Steht die vielleicht hier irgendwo herum? Nee, das ist sie nicht. Die essen hier auch jetzt gerade alle. Da ist eine. Wo ist die Dame denn nur? Das ist sie auch nicht. Sie ist, ich sag mal so, sie ist. Ah, da steht sie, jetzt steht sie unten. Ah, okay. Oh, ich muss mich beeilen, ich muss mich beeilen, ich muss mich beeilen. Ich muss mich beeilen, ich muss mich beeilen. Dann stellt sie sich wirklich draußen hin. Das ist sie, die gute Dame habe ich gesucht. Ich fotografiere sie mal kurz. So, ihr seht den Namen: Musume Ronshaku. Her father runs a loan agency. Ja, sorry, aber ich muss dir mal kurz einen Stich geben. Ups. Ich habe den Tranquilizer doch aufgehoben, oder? Und ich bin Level 1 in Biologie. Oh. Ich bin so ein Idiot. Jungs. Danke. Ich muss mich mal jetzt kurz Game Over gehen lassen, damit ich den Checkpoint laden kann. Ach, das war einfach nur dämlich. Ja. Das war doch einfach nur dumm. Wir sehen uns gleich wieder. So, machen wir das Ganze jetzt nochmal richtig. Wir müssen uns per Cheat-Menü mit R und S maximales Seduction Rate besorgen, denn wir müssen die gute Dame ja erstmal ansprechen. Und wir müssen sie um einen Gefallen bitten und sie soll uns folgen. Ihr seht übrigens an den Herzen, dass die uns jetzt sehr gut leiden mag. So, und wir müssen hier rein, wir müssen exakt in diesen Raum mit diesem komischen Koffer hier. Und ihr seht gerade schon die Kidnapping-Checklist. Nur wenn wir hier drin sind, nur wenn die Türe. Nein, nur wenn die Türe geschlossen ist, nur dann erstechen wir die gute Dame nicht, sondern wir betäuben sie. Muss man auch erstmal wissen, ne? Ja, aber so ist es tatsächlich. Wir betäuben die Tochter von dem Typen, der diese Loan Shark Agency betreibt. Und ihr könnt euch schon denken, wohin das bei Yandere Chan führt, denn ja, die gute Dame lässt hier nicht unbedingt viel Sanftmut walten. Ich gehe jetzt natürlich ganz normal zur Schule, dass die gute Musch, wie hieß sie, Mushu, Mushansu, wie auch immer, dass die jetzt nicht zur Schule kommt, das fällt nicht wirklich auf. So, wir müssen jetzt ganz normal zur Schule gehen. Dann gehen wir ganz normal nach Hause. Das ist übrigens die längste Quest, glaube ich, derzeit diesem Spiel gibt, somit eine der kompliziertesten. Warum ich euch die zeige, ist einfach, weil es so krass ist. Wir können Kokona auf 1000 verschiedene Arten erledigen. Okay, 10, glaube ich, dürften so ungefähr sein. Wir könnten sie auf etliche verschiedene Arten eben ermorden oder aus dem Weg schaffen. Aber das hier ist halt wirklich die beste Methode. Wir freunden uns mit ihr an. Wir freunden uns mit ihr an, damit sie uns quasi unseren Senpai überlässt. Finde ich krass. So, das hier kennen wir schon. Das hier kennen wir nicht.
Yandere-chan wartet, bis es Mitternacht ist, und im Schutz der Dunkelheit geht Yandere-chan zurück zur Schule und schleicht sich ins Schulgebäude. Sie nimmt den Instrumentenkoffer, wo wir die gute Dame eben reingebracht haben, und sie schiebt den Koffer eben zurück zu ihrem Haus und behauptet, dass sie eine junge Musikantin ist, die von einer Late-Night-Show kommt. Und sie bringt ihr Opfer in den Keller und bindet sie fest, und danach geht sie direkt schlafen. Das heißt, wir verlieren auch den Abendscreen sozusagen. Und wir schauen jetzt mal in den Keller, wie es unserem bemerkenswerten, bedauernswerten Opfer denn so geht. Jetzt seht ihr schon, wir sind im Keller unten und die gute Dame mit verbundenen Augen, denn sie soll ja nicht wissen, dass wir sie... Was du mir getan hast, hier sind übrigens Tapes, falls es jemanden interessiert, 2 Stück müssten hier sein. Und seit einem der letzten Updates ist hier auch eine Videokamera, und ich würde mal sagen, wir benutzen die. Oh, die können wir nur in der Nacht nutzen. Ah, mein Gott. Warum können wir das nur in der Nacht nutzen? Ist ja nervig. Egal, wir gehen ganz normal zur Schule, damit es nicht auffällt, dass wir nicht da sind, und wir benutzen jetzt mal das Cheat-Menü. Und, warte mal. Das hier müsste es eigentlich tun, ja. Wir haben jetzt die Zeit quasi verstreichen lassen. Die gehen hier alle noch zur Schule, obwohl die Schule eigentlich schon vorbei ist. Und wir gehen nach Hause, denn anscheinend können wir das nur in der Nacht machen. Das wusste ich nicht mehr. So, einen Schritt weiter. Und wir gehen wieder in den Keller, und jetzt benutzen wir die Videokamera. Genießt es. Ich mag das einfach. Bin ich krank? Ja, ein bisschen. Watch this video. You scumbag! What have you done to my daughter? I haven't harmed her. Yet. If you ever want to see her again, you must do as I say. What do you want from me? Free all of your clients from debt. Are you insane? That would sink my business! For every day that your clients remain in debt, I'll remove one of your daughter's fingers. If you want her back in one piece, you must act immediately. You monster. Fine. I'll do it. Good decision. This is so mies. Holy shit. My dad just got a phone call. He says his debts have been wiped clean. Did you do this? Yes. What did you do? I can't tell you. That's kind of scary. But I can't remember the last time I saw my dad this happy. I don't know what you did, and I'm afraid to ask. But you saved my dad. Thank you so much. You're welcome. Words can't express how grateful I am. If there's anything you need me to do for you, just say the word. There is one thing I'd like to ask you for. What is it? Please meet me at my house tomorrow, before school begins. I have something important to tell you. I'll be there. And one last time. Thank you. Und somit sind wir Freunde mit Kokona. Ist es nicht schön? Ja, und sie bringt Mosume-chan bewusstlos, also sie betäubt Mosume-chan wieder und packt sie zurück in ihren Instrumentenkoffer. In der Nacht bringt sie zurück zum Ronshaku Loan Building, also zum Gebäude des Kredithais.
und sie hinterlässt sie quasi dort beim Eingang. Und ja, jetzt warten wir, bis Kokona bei uns ankommt. Und das ist unser Haus. Ist auch cool, dass man das mal sieht, ne? Geile Hütte irgendwie. You have a nice place, Yan-chan. Thanks. Where are your parents? Overseas. So you take care of yourself? That must be hard. I manage. I want to thank you again for helping my dad. I won't ask what you did. I'm sure it's something that you wouldn't want to talk about. But I hope you gave him what he deserved. Loan sharks are awful people. I did a bunch of stupid things while I was trying to make money. But my biggest regret was getting Saki involved. I never told her about my dad's debt, but I did tell her that I needed money fast. She tried to help me. Wait, what are you doing? That's not funny. Stop! Let me go! Ach ja, herrlich. Habe ich schon gesagt, wie sehr ich das Spiel mag? Wir haben uns gerade mit Kokona angefreundet, nur um sie dann zu unserem Haus zu locken, um sie anschließend. Naja, wir können sie mal besuchen, ne? So ist es ja nicht. Hallo Kokona. Wir haben sie quasi nur zu unserem Haus gelockt, um sie anschließend hier unten festzubinden, damit sie uns nicht länger im Weg steht. Das ist so mies. Ich sag's euch gleich, hättet ihr jetzt nicht reagiert, hättet ihr jetzt nicht schnell auf Eliminate gedrückt, dann hätten wir Kokona gebeten, dass sie Senpai in Ruhe lässt und Kokona hätte es getan, wir wären Freundinnen geworden und Senpai hätte uns gehört. Aber so können wir mit Kokona noch ein bisschen Spaß haben. Ich würde mal sagen, wir foltern die Gute noch ein bisschen, denn das ist ein schöner Abschluss für diese Folge. Genießt es einfach, das Spiel. Ich weiß nicht warum, aber ich finde es so großartig, was man alles machen kann.